Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Union Quest. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg in den Turm. Wir haben gerade einen Eingang gefunden. Große Köpfe denken gleich. Anders als dieser Eingang ist das der einzige Ort, der nach draußen verbunden ist. Sei vorsichtig. Es gibt hier eine ganze Menge Herzlose. Ja, wir sind halt jetzt in einem der Orte dann so einen Wasserkanal gefunden, der halt nach unten geführt hat. Und da sind wir jetzt praktisch drinne. War keine Story-Quest, deswegen haben wir es nicht gesehen. Aber kann durchaus sein, dass es später nochmal Story-Quest gezeigt wird. Es ist nicht das letzte Mal, dass wir hier runtergehen. So, hinter dem Wasserweg, Part 5. Jetzt sind wir quitt. Warte. Ich denke, wir sollten später wiederkommen. Es hat uns ziemlich lange, gebraucht, bis wir den Weg hineingefunden haben. Denkt dran, wie viel länger es dauern wird, bis wir den Turm betreten können und den Raum finden. Es wird verdächtig wirken, wenn unsere Union-Anführer uns für zu lange Zeit vermissen. Wir wissen jetzt, wie wir hierher kommen. Lass den Rest für einen anderen Tag aufheben. Wir sind vielleicht nicht in derselben Union, aber wir sind Freunde, richtig? Lass uns morgen wieder beim Springbrunnenplatz treffen. Wie sagen wir etwa Nachmittag? Und nee, sagen wir etwa Mittag? Da sieht jemand glücklich aus. Sag's mir. Du hast einen neuen Freund kennengelernt? Das ist großartig. Kein Wunder, dass du lächelst. Ich habe gehört, Freunde zu haben ist nicht schön. Aber ich würde es nicht wissen, weil ich habe keine. Hä? Du? Du bist mein Freund?
Leute, Radi. Machst du hier den ganzen Tag? Komm schon, lass uns nach Hause gehen. Ciao. Ich denke wirklich, dass etwas Wichtiges passiert ist. Ein Freund hält auch immer seine Versprechen. Vielleicht gab es einen Notfall. Du solltest ihm den Luxus des Zweifels geben. Sei nicht traurig. Wenn du traurig bist, dann macht es mich auch traurig. Immerhin sind wir Freunde, richtig? Wow. Der richtige Schlüssel, Teil 1. Ja, es geht weiter mit Wunderland. Schau dir an, was Alice und das weiße Kaninchen im Wunderland zu machen. Mary Ann, Mary Ann. Oh, danke sehr, du bist hier. Mary Ann ist in, ist hineingegangen, um meine Handschuhe zu holen. Und sie kommt nicht raus. Und nun habe ich auch noch meinen Schlüssel verloren, sodass ich nicht reinkomme. Oh, ein Schlüssel. Aber ich bin... ich denke nicht, dass es... ich denke, das ist der falsche. Falsche Sorte. Was machst du da? Hör auf damit! Nein, nein, nein! Du wirst noch mein armes Haus zerstören. Oh, bei meinem Fell und meinen Barthaaren. Ich erinnere mich jetzt wieder. Ich habe meinen Schlüssel im Raum mit dieser kleinen Tür verloren. Oh, bitte. Geh und hol ihn. Tu nicht einfach irgendwas, sondern steh hier. Nein, nein, geh. Find meinen Schlüssel. Er hätte halt sofort kommen können, aber nein. Er musste hier unbedingt mich beim Öffnen unterbrechen. Mhm. Das ist jetzt der Grund, weswegen wir diese ganze Quest. Weil das weiße Kaninchen uns nicht unsere Arbeit tun lässt als Schlüsselverträger. Naja. Was soll's. Gut. Damit etwas klicken müssen wir nicht so viele Quests machen, muss ja einen Schlüssel haben, einfach weil wir ja die ganzen Zwischenquests überspringen. Der richtige Schlüssel Teil 3. Der Schlüssel des weißen Kaninchens? Ich schätze, ich habe ihn wieder gesehen.
Ich schätze, ich habe ihn wieder verstecken gesehen. Noch einen Hauch von ihm. Ziemlich gut, nicht wahr? Aber ich habe etwas fallen hören da drüben. Gut. Du hast den Schlüssel des weißen Kaninchens gefunden. Wunderbar. Ich bin mir sicher, das wird einen extra Sprung in seinen Schritt packen. Door to door. Tür zur Tür. Nun schon hier, Herr Marion. Hilfe! Ein Monster, Hilfe! Helft mir! Könntest du mir bitte helfen? Ich wäre sehr dankbar dafür. Oh, ich hätte noch ein paar mehr besiegen können. Egal. Das ist besser. Zumindest werde ich jetzt nicht mehr verbrennen. Oh, aber... Was soll ich nur tun wegen meiner ungewöhnlichen Größe? Oh, sieh nur, ein Garten. Vielleicht, wenn ich etwas davon esse, werde ich zu meiner normalen Größe kommen. Oh, aber ich kann es nicht erreichen. Würdest du mir etwa ein paar etwas Gemüse sammeln? Ist dein Gemüse? Okay.
gibt es Gemüse, Alice. Das Haus hat sich einfach selbst repariert. Oh meine Güte, ich bin hier, ich sollte da sein. Ich bin zu spät, ich bin zu spät, ich bin zu spät. Warte, bitte, warte, Herr Kaninchen. Was für eine seltsame Welt. Wo ist Alice? Ich sage, wie geht es voran? Immer noch nach, suchst du immer noch nach Alice? Naja. Wenn ich nach Alice suchen würde, dann würde ich wahrscheinlich nach dem weißen Kaninchen suchen. Ich würde vielleicht den verrückten Hutmacher fragen. Er ist in der westlichen Richtung. Immer schwierig mit der klar zu kommen, finde ich. Auch so ein schwierig zu besetzender Charakter gemerkt. Eine süße Suche. Frohen Nicht-Geburtstag zu dir. Kein Raum, kein Platz, kein Platz. Alle Sitze sind besetzt. Nicht glauben. Uneingeladene Gäste bei unserer Nicht-Geburtstagsparty? Du weißt schon, das ist sehr sehr frech ist, einfach zu einer Party zu kommen, in die man, bei der man nicht eingeladen ist. Ich würde sagen, es ist frech. Es ist sehr, sehr frech. Wohl wahr. Aber, wir bekommen niemals Gesellschaft. Also bleib. Du musst eine Tasse Tee haben. Zucker? Nun, natürlich, du kannst doch keinen Tee ohne Zucker haben. Oh meine Güte, wir haben keinen Zucker mehr. Dann muss unser Gast uns welchen bringen. Nach allem bringen Gäste doch immer den Zucker. Ja, ja. Zwei Tassen bitte.
ja. Ich muss sagen, die Charaktere von Alice in Wunderland gehen mir teilweise ein wenig auf den Sack. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so ungeheuer großer Freund von dem standardmäßigen Alice im Wunderland. Ich finde das Konzept von Alice im Wunderland wirklich faszinierend und gut. Aber die Charaktere finde ich einfach nur nervig. Sollen sie wahrscheinlich auch sein, aber... Man könnte es meiner Meinung nach auch anders umsetzen. Okay, eine süße Suche Teil 4. Zucker? Naja, auf dem Tisch natürlich. Geh zurück zum verrückten Hutmacher mit 2 Tassen von Zucker. 2 Tassen Zucker. Ja, okay. Eine süße Suche Teil 5. Wie wunderbar. Jetzt können wir endlich etwas Tee haben. Säubere die Tasse, saubere die Tasse. Geh nach unten, geh nach unten, geh nach unten, geh nach unten. Nun, wie wär's mit etwas Tee? Ah ja, der Tee. Du musst eine Tasse Tee haben. Warte einen Moment. Ist es nicht heute ein besonderer Tag? Oh, na ja, es ist es. Heute ist dein Nicht-Geburtstag. Und wie es der Zufall will, haben wir auch nicht Geburtstag. Das stimmt. Wie dumm von mir, das zu vergessen. Wir haben einfach keine Zeit, um Gäste zu unterhalten. Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als wärst du zu lange. Wärst du jetzt schon zu lange hier. Ja, ja. Tüdelidu. Also dann, einen glücklichen, frohen Nicht-Geburtstag dir. Vergessen wir was. Oh, verdammt. Das Bild kurz gedreht. Ich hoffe, das hat nicht Problematik gemacht. Sei nicht niedergeschlagen, Kittchen. Deine Aufgabe ist es, das Licht zu sammeln und die Welt zu beschützen. Das ist nicht die Zeit, um eine Teeparty zu haben hier. Sowieso. Ich weiß, es ist hart zu denken. Gerade herauszudenken in diesem verrückten Ort.
Aber du musst es versuchen. Ich wusste, ich könnte auf dich zählen. Nebenbei, hast du bemerkt, irgendwas Besonderes bei Alice bemerkt? Sie ist eins der wertvollen Lichter dieser Welt. Du hast es nicht bemerkt, hä? Nun, es ist nicht so wichtig. Jetzt weißt du es. Sie ist eines der Lichter und du musst sie beschützen. Vor der Dunkelheit. Also, warum versuchst du nicht Alice zu suchen? Zu finden. Irgendeine Idee, wo sie vielleicht sein könnte? Die Grinsekatze sagte, sie hätte eine Menge Antworten. Das wäre eine seltsame Sache zu sagen. Naja, ist es einen Versuch wert. So, gut, dann gehen wir zur Grinsekatze, wie üblich. Entschuldige bitte? Alice war nicht da? Du hast vielleicht bemerkt, dass ich da nicht selber war. Oh ja, Alice. Nun... Oh Gott. Einen Moment kurz, das muss ich übersetzen. Die huschte hastig die Abkürzung entlang. Um die Königin zu sehen. Okay. Begradige die Ungerade. Weiße Rosen gepflanzt durch einen Fehler. Und jetzt malen wir die Rosen rot, bevor wir unsere Köpfe verlieren. Beschütze die Spielkarten von den Herzlosen, während sie die Rosen bemalen. Malen die Rosen rot, malen die Rosen.
Eine prickelnde Situation. Okay. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sind leider schon wieder bei 30 Minuten. Die 300er-Quests sind deutlich länger, wie man sieht. Aber beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich die 400 erreichen. Gut, bis zum nächsten Mal und ciao.